Liebe Zuschauer, ich muss Sie enttäuschen. Lars Eidinger konzentriert sich in diesem Moment weder auf Sie noch auf mich, sondern an vorbeilaufende Frauen. Zitat, gutes Kleid. Und du hast natürlich recht. Bist du nur zum Kleidergucken? Bist du nur zum Kleidergucken heute beim Bambi? Ich habe totale Gänsehaut gerade. Vielleicht, weil du da bist. Nee, ich hab mich noch nicht bemerkt. Ja. Bist du nur deswegen da zum Kleidergucken oder willst du auch gewinnen heute Abend? Ich will auch gewinnen. Doch schon, man fährt natürlich immerhin auf so eine Preisverleihung, wenn man nominiert ist, in der Hoffnung, dass man den auch mitnimmt am Ende. Aber die meisten Künstler, die ich hier vor der Kamera hatte, geben das nicht so gerne zu. Die sagen dann, mir geht's um die Kunst, mir geht's um die Sache, der Preis ist mir nicht wichtig. Na, mir geht's auch um die Kunst. Aber es ist schon schön, oder, sowas zu Hause zu haben, so ein Bambichen. Naja, es ist ja im Grunde materialisierte Anerkennung, darum geht's ja. Und es ist schön, finde ich, wenn man da eine Bestätigung erfährt. Und ja, ich glaube, ich würde mir was vormachen. Ich glaube, jeder macht sich was vor, wenn er sagt, es ist ihm egal. Also ich sage auch manchmal so spaßeshalber, wahrscheinlich ist der eigentliche Grund, warum ich Schauspieler geworden bin, weil ich Preise gewinnen wollte. Also es ist schon so ein Urimpuls, finde ich, was auch immer noch so ein Anreiz für mich ist, wenn ich manchmal Drehtage habe, die anstrengend sind, ja, und wo ich friere und es nimmt kein Ende. Und dann stellt man sich ja doch immer vor, wie das wäre, am Ende mit dem Oscar da zu stehen. Hast du früher auch schon mit der Haarbürste in der Hand, wobei bei Männern ist es wahrscheinlich keine Haarbürste, mit der Deo-Flasche in der Hand reden geübt als Kind? Na, ich habe schon auch viel mit Haarbürsten gesungen, aber so reden gehalten nicht. Das ist auch tatsächlich, und das meine ich auch völlig unkokett, der einzige Moment, das ist ja so ein bisschen paradox, vor dem ich mich dann immer ein bisschen grusel. Also ich habe dann immer ein bisschen Angst am Ende, dass ich denke, wenn ich jetzt gewinne, dann muss ich aber auch nach vorne und dann was sagen. Hast du das vorbereitet? Wenn ich ehrlich bin, ja. Wobei ich beim letzten Mal, ich habe mal den österreichischen Filmpreis gewonnen letztes Jahr und es war zum ersten Mal, dass ich nichts vorbereitet habe. Und alle haben gesagt, wenn man nichts vorbereitet, gewinnt man den. Ich weiß nicht, heute war ich mir zu unsicher. Ich habe aber was vorbereitet, wo ich mir noch nicht so sicher bin, ob ich das schaffe, dann auch zu performen. Also ich habe was, ja, ich musste was auswendig lernen. Das habe ich aber heute Morgen erst angefangen. Und wenn ich nachher aufgeregt bin und da stehe, vielleicht fällt es mir dann nicht ein und vielleicht greife ich dann auf was anderes zurück. Aber vielleicht muss ich ja auch gar nicht. Vielleicht muss ich ja gar nicht auf die Bühne, weil ich den Preis vielleicht gar nicht bin. Aber weißt du, was du jetzt wirklich geschafft hast? Jetzt bin ich unfassbar gespannt auf diesen Moment. Also wir werden gucken, ob das auswendig gelernt wird. Kannst du jetzt schon mal halten, die Rede. Ja, mach mal. Nein. Ich glaube, das wäre ein ganz schlechtes Omen. Ja, ich glaube. Das machen wir nicht. Also wir drücken auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen und freuen uns sehr, dass du heute da bist. Vielen, vielen Dank und viel, viel Glück. Ja, danke. Danke.